Hallo und herzlich willkommen zu meinem ersten Video im Sixmas Adventskalender. Ich habe euch schon mal im November von dieser Aktion erzählt. Und zwar mache ich das zusammen mit fünf anderen tollen YouTubern. Die sind alle unten in der Infobox verlinkt. Und jeder macht vier Videos in 24 Tagen, logischerweise. Und wir zeigen euch ganz unterschiedlichen Content. Es wird gebastelt, gebacken, es wird geredet, es wird gesungen, es wird richtig, richtig toll. Und das hier ist mein erstes Video dazu. Und zwar bin ich echt keine große Küchenfee. So gar nicht eigentlich. Und trotzdem mag ich es, Dinge selber zu machen, meine Lieben zu überraschen. Und deswegen bin ich immer auf der Suche nach ganz, ganz einfachen Rezepten. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Wir starten mit einer ganz schnöden Brownies-Mischung, die man überall von ganz vielen verschiedenen Marken bekommt. Ihr könnt die Brownies natürlich auch selber machen. Es gibt ganz tolle Rezepte dafür bei Chefkoch. Aber bei diesem Video geht es ja darum, dass es wirklich super einfach und super schnell geht. Und deswegen bereiten wir das jetzt hier einfach nach Packungsanleitung zu. So, ich löse das jetzt gleich aus der Form. Und dann muss ich mir hier viele kleine Dreiecke ausschneiden, das seht ihr jetzt gleich. Und dann brauche ich noch Folgendes. Und zwar brauche ich solche Zuckerschrift in grün. Und dann, je nachdem, was euch gefällt, was ihr vielleicht da habt, ich habe hier noch vom Ruf so Blue Ice. Geht einfach darum, ein bisschen zu verzieren. Und dann habe ich hier noch diese Goldschokoflocken, die sind auch super süß. Und was ich damit mache, das seht ihr jetzt. Ja, wie das halt so bei mir ist, ich bin nicht so der große Backheld. Deswegen sind es ganz unterschiedlich große und unterschiedlich in der Form geworden. Aber es sind genauso viel geworden, wie ich brauche. Der kleine ist dann für Vincent. Und dann brauchte ich noch vier große. Und im Grunde gehe ich jetzt mit dieser grünen Zuckerschrift hier so drüber. So in Schlangenlinie habe ich mir das gedacht. Und sobald die noch nass ist, streue ich dann davon was drüber, damit das da drauf schön kleben bleibt. Und dann zeige ich euch, wie es weitergeht. Im nächsten Schritt könnt ihr jetzt entweder richtige Zuckerstangen nehmen, aber weil ich die nicht so gerne mag und weil das echt richtig mieser, fieser Zucker ist, habe ich hier einfach diese Trinkhalme genommen, die auch rot-weiß gestreift sind, so wie es halt bei den Zuckerstangen ist. Und ich habe mir jetzt hier schon eins zurechtgeschnitten, hier vorne das ein bisschen zusammengedrückt und das zeige ich euch hier, an dem hier, wird jetzt einfach noch hier reingeschoben. So dass das dann quasi noch am Stiel ist und das mache ich jetzt und zeige euch dann meine fertigen Tannenbäume. Und so sehen meine gebackenen Tannenbäume dann fertig aus. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und falls ihr es noch nicht getan habt, dann schaut euch noch die vier vorangegangenen Videos der anderen Teilnehmer an und ich wünsche euch noch viel Spaß beim Sixmas Adventskalender.